Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal wieder um Energiehandel gehen und zwar um eine Beschaffungsstrategie. Und zwar, wie beschaffe ich eigentlich den Strom am Energiemarkt, an der Börse, am Over-the-Counter-Handel, wenn ich ihn für meine Kunden benötige? Was sind so die Strategien, die man dabei benutzen könnte und wie entscheidet man sich eben für die beste Strategie? Wir hatten schon mal ein Video, wo ich den Energiehandel als solchen grob erklärt habe, wie das so aufgebaut ist. In Deutschland ist er eben vor allem in den Börsenhandel und in den außerbörslichen OTC, Over-the-Counter-Handel, organisiert. Over-the-Counter heißt ja über die Theke und das ist eben ein absolut bilateraler Handel zwischen einem Erzeuger und einem Verbraucher bzw. Versorger oder eben zwischen verschiedenen Händlern, die das eben nicht über die Börse machen, sondern direkt miteinander und sich eben direkt miteinander vertraglich einigen. Jedenfalls, jetzt soll es mal um die Beschaffungsstrategie gehen. Ich habe also einen Energiebedarf. Den kann ich auch aus meinem Lastprofil meiner Kunden schlussendlich ablesen. Zu Lastprofilen haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Ich weiß also so in etwa, wie viel Energie meine Kunden wann genau verbrauchen werden. In Zukunft umso genauer durch den Smart Meter Rollout, weil ich dann eben sehr genaue Verbrauchsverhalten von jedem einzelnen Kunden aufnehmen kann. Jetzt brauche ich also eine gewisse Menge Energie und jetzt kann ich mir die am Terminmarkt, den wir im Video zum Energiehandel behandelt haben, langfristig einkaufen, über Jahre hinweg im Voraus oder eben im Spotmarkt, im kurzfristigen Handel für morgen oder für heute immer noch nachhandeln. Übrigens gibt es am OTC-Markt auch noch einen Day-After-Handel, sodass man auch noch am Tag danach innerhalb einer Regelzone ein bisschen ausgleichen kann. Jedenfalls will ich jetzt eben schauen, okay, ich habe vielleicht absolute Standardkunden, deren Verhalten ändert sich nicht, die haben in ihren Verträgen keine besonderen Regelungen zu irgendwelchen Preisopportunitäten, so entlang der Entwicklung am Großhandelsmarkt, sodass ich sage, ich kaufe den Strom einmal zu einem festen Preis langfristig ein. Das ist die Festpreisbeschaffung. Da habe ich also einen Verlauf von dem Strompreis und irgendwann, wenn der mir sympathisch ausschaut, dann schlage ich zu, dann werde ich zu genau diesem Zeitpunkt die Energiemengen einkaufen. Das Dilemma dabei ist natürlich, sollte der Strompreis danach nochmal fallen, vielleicht steigt er ja erstmal wieder ein bisschen an, aber vielleicht fällt er danach nochmal richtig, dann hätte ich zu dem späteren Zeitpunkt deutlich günstiger einkaufen können. Genauso gut kann es aber auch passieren, dass der Strompreis eher angestiegen wäre und ich deswegen jetzt genau richtig günstig einkaufen konnte und in der Zukunft wäre es schlecht gewesen. Festpreisbeschaffung sagt also, zu genau einem Zeitpunkt kaufe ich die gesamte Energiemenge ein und habe dabei keinerlei Opportunität, da irgendwie nochmal etwas weiter herauszuholen. Das ist also für Standardkunden, die sich immer genauso gleichmäßig verhalten und bei denen es auch keine vertraglichen Sonderregelungen gibt, das richtige Verfahren. Ist übrigens auch tatsächlich bundesweit am meisten genutzt für solche Standard-Haushalts- und auch für Standard-Gewerbekunden ist es das übliche Beschaffungsverhalten. Für Industriekunden wohl auch immer noch so ungefähr ein Drittel. Die sind genau auf diese Weise in der Beschaffung gemanagt. Aber wie kann ich das Ganze etwas weiterentwickeln? Wie kann ich dorthin kommen, dass ich da ein paar mehr Chancen mitnehme, aber gleichzeitig Risiken verteile, indem ich eine Tranchenbeschaffung mache? Eine Tranche ist ja eine Zerlegung in einen Bestandteil. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche eine Gesamtenergiemenge, aber sage eben, ich mache das in 5 Tranchen, dann kaufe ich zu 5 verschiedenen Zeitpunkten jeweils ein Fünftel der Gesamtenergiemenge ein. Dabei habe ich natürlich die Chance, dass ich Schwankungen im Preis mit ziemlich großen Risiken, aber gleichzeitig ziemlich großen Chancen wahrnehmen kann. Und sollte der Preis mal wieder ansteigen, aber danach wieder fallen, dann werde ich genau dann wieder zuschlagen. Dann steigt er vielleicht mal wieder an, aber fällt wieder, dann werde ich genau dann wieder zuschlagen. Und so kann ich eben, indem ich den Markt genau beobachte, indem ich gute Prognosen habe und dementsprechend halbwegs weiß, wie der Preis für Strom sich zum Beispiel entwickeln könnte, dann kann ich mit solchen Tranchenbeschaffungen das sehr, sehr gut abbilden. Ein Vorteil davon ist, dass das eben in manchen Verträgen mit vor allem so Sonderkunden, mit Industriekunden auch gefordert ist. Die möchten eine möglichst günstige Beschaffung haben, weil die möchten auch diesen günstigen Beschaffungspreis durchgereicht bekommen. Und genau dann ist so eine Tranchenbeschaffung teilweise die richtige Lösung.
Das ist vor allem für größere Gewerbekunden, aber vor allem für Industriekunden ein ganz gängiges Mittel, wohl auch so ungefähr ein gutes Drittel der Sonderkunden in dem Sinne, Sonderkunden werden auf diese Weise versorgt. Ja, was ist jetzt noch so die weitere Steigerung, wenn ich noch mehr Opportunität wahrnehmen möchte, wenn ich noch mehr Chancen und aber auch Risiken wahrnehmen möchte? Das ist dann das richtige Portfolio-Management, also aktiver Handel an der Strombörse. Dabei sollte man selbst also eine Händlerzulassung zum Beispiel an der EEX und an der EPEX Spot haben oder das Ganze eben über einen Händler machen lassen. Über einen Broker, einen Energiebroker zum Beispiel. Und der beschafft dann eben tagtäglich, stündlich, minütlich Energie, verkauft sie wieder, wenn sich der Preis entsprechend entwickelt oder wenn der Bedarf dann doch nicht notwendig war und kauft dann wieder ein, wenn es die richtigen Chancen gibt. Es ist also ein ständiges Hin und Her, ein ständiger Einkauf, Verkauf, ein ständiger Handel. Dafür muss man aber wirklich wissen, was man tut. Dafür muss man richtig gute Prognosen, richtig gute Daten, richtig gute Wetterdaten haben, die da einerseits sagen, wie viel Bedarf gibt es, wie viel Erzeugung gibt es und wie wird sich dementsprechend wahrscheinlich der Preis verändern. Also das ist mit maximalem Know-how-Bedarf verbunden, hat maximale Chancen, weil man eben genau dann zuschlagen kann, wenn der Preis gerade genau die richtigen ja, Opportunitäten eben widerspiegelt. Gleichzeitig sind es aber auch die größten Risiken, weil im schlimmsten Fall entwickelt sich der Preis gar nicht so, wie man es haben möchte und man kann dabei also vergleichsweise schlecht abschneiden. Und genau das ist dann eben auch der Weg, das Mittel, mit dem vor allem die richtig großen Industriekunden so versorgt werden oder über den die eben sich selbst auch die Energie beschaffen, indem sie einen Energiebroker, einen Energiehändler, irgendjemanden dort ranholen, der das aktiv tagtäglich managt. Wie gesagt, größte Chancen, aber auch größte Risiken. Das sind so die drei typischen Beschaffungsstrategien im Energiehandel. Wenn ich eben sage, ich habe Standardkunden, dann einmal zum Festpreis. Wenn ich sage, ich will das so ein bisschen mischen, dann eine Tranchenbeschaffung, wo ich eben auf verschiedene Preisverläufe reagieren kann. Oder wenn ich es wirklich richtig aktiv machen muss oder auch möchte, dann ist es das Portfolio-Management, der aktive Energiehandel, tagtäglich, stündlich, permanent. Und genauso wird eben Energie beschafft in Deutschland. Habt ihr Fragen zum Energiehandel oder zu diesen Beschaffungsstrategien, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video, gebt dem Video bitte den Daumen nach oben, drückt auf Abonnieren, drückt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es neue Videos gibt. Und hier habt ihr ja gerade auch schon zwei weitere Videos gesehen, die zum Thema Energiehandel ganz wichtig sind. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.